Geht es um unser Klima, hat man es schnell mit Superlativen zu tun. Dürren, Hitzewellen, Stürme, Überflutungen und Schlammlawinen. Menschengemacht warnen die einen, hat es schon immer gegeben, sagen die anderen. Heute beginnt der Weltklimagipfel in Paris und rund 150 Nationen werden 10 Tage streiten, reden, verhandeln und darüber nachdenken, was zu tun ist in Sachen Klima. Das ist nicht leicht. Die Auffassungen, Voraussetzungen und Positionen können unterschiedlich kaum sein. Und so werden die Erwartungen schon im Vorfeld gedämpft. Man hofft, etwas zu erreichen und weiß nur zu gut, dass Klimagipfel schon oft viel versprochen und selten etwas gehalten haben. Dabei geht es um unseren Lebensraum. Schon jetzt sind so viele auf der Flucht, weil die Hitze oder das Wasser ihre Heimat zerstört hat. Müssen wir das schnellstens ändern und handeln? Geht das in der großen Weltgemeinschaft? Oder sollten wir uns in Gelassenheit üben, weil das Gerede vom Klimawechsel nur Panikmache ist? Mit diesen Fragen begrüße ich Sie ganz herzlich zu einer neuen Ausgabe von Unter den Linden und diesmal als Spezialausgabe anlässlich des Weltklimagipfels in Paris. Meine Gäste heute sind Professor Fritz Fahrenhold, den ehemaligen Umweltsenator aus Hamburg und Honorarprofessor der Universität Hamburg im Fach Chemie und den ehemaligen Umweltbundesminister Jürgen Trittin, Mitglied des Bundestags von Bündnis 90 Die Grünen. Herzlich willkommen. Herr Trittin, bis vor vergangenen Freitag sah es ja so aus, als könnte man ein ehrgeiziges Klimaabkommen abschließen. In Paris hat sich ja jetzt doch einiges geändert. Was hat es denn geändert? Hat es was in die eine oder andere Richtung geändert? Erstmal finde ich, dass die Franzosen, Laurent Fabius, der Außenminister, eine sehr richtige Antwort gegeben haben, als er gesagt hat, gerade unter diesen Bedingungen muss dieser Klimagipfel stattfinden. Er wird sich verändern. Das, was die Klimakonferenzen bisher ausgemacht haben und denen natürlich eine Dynamik gegeben hat, eine sehr breite Beteiligung der Zivilgesellschaft von Nichtregierungsorganisationen, das ist aus Sicherheitsgründen eingeschränkt worden. Wir sind selber als Grüne davon betroffen. Die Klimakonferenz, die wir vorhatten im Zusammenhang mit Paris, sollte stattfinden im Bataclan. Da sollte auch die Abschlussparty stattfinden. Sie können sich vorstellen, dass daran überhaupt nicht zu denken ist. Aber gerade in diesen Zeiten ist es richtig und wichtig, sich dieser Frage zu widmen, weil wir reden hier über eine der Ursachen und einen der Mittreiber für Krisen und Kriege in dieser Welt. Herr Professor Fahrenhold, Herr Trittin hat es gerade angesprochen, die Zivilgesellschaft wird diesmal nicht so präsent sein, wie es sonst bei Klimagipfeln der Fall war. Braucht so eine Klimakonferenz denn überhaupt den Druck der Straße? Ich glaube, zunächst einmal sagen zu müssen, dass der Druck der Straße nicht immer der beste Ratgeber ist. Denn wir stellen ja fest, Sie haben es im Anspann auch gesagt, man hat den Eindruck, Dürren haben zugenommen, Hurricanes haben zugenommen, Flutung, Überflutung, das stimmt alles nicht. Der Weltklimarat selbst, da lohnt es sich hineinzugehen, sich das anzulesen, sagt, es gibt keinen Hinweis auf die Zunahme von Hurricanes, auf Wetterextreme wie Überflutung und sogar Dürren. Und wenn man jetzt sogar noch konstruiert, dass diejenigen, die zu uns kommen, dann aus Dürregründen kommen, dann halte ich das schon für ziemlich daneben. Die sind gekommen, weil die UNO, die gleiche UNO, die uns erzählen will, dass wir 100 Milliarden pro Jahr an den Süden abgeben wollen, in Syrien total versagt hat, nämlich den Flüchtlingen das Essen und die Unterkunft zu streichen, die Zuwendung zu kappen. Hier geht es um wenige Milliarden, die man gestrichen hat. Und die Flüchtlinge sind deswegen zu uns gekommen, nicht wegen der Dürre. Da würde ich gleich mal einhaken wollen. Inwiefern vermischen sich da denn die Politikfelder, Herr Trittin, zwischen Sicherheitspolitik und Klimapolitik und eben auch Außenpolitik? Naja, man kann ja sagen, dass der US-Generalstab eine Meise hat, weil er der Auffassung ist, dass Klimawandel ein Krisenmultiplikator ist und es deswegen als eine Bedrohung für die nationale Sicherheit der USA eingestuft hat. Aber das ist ja eine Frage, die jeder für sich selber beantworten muss. Bezogen auf Syrien ist Herr Fahrenhold etwas leichtfertig. 2006 bis 2011 haben wir eine seit der Aufzeichnung der Wetterprognosen nie gekannte Dürre in Syrien erlebt. Die hat dazu geführt, dass insbesondere in den östlichen Landesteilen es zu Wasserknappheit gekommen ist, dass den Menschen die Viecher, das Vieh, was sie haben, nicht mehr unterhalten konnten. Die Menschen sind aus dieser Situation heraus geflohen in die Städte, haben dort
die Situation massiv verschärft. Das war der Ausgangspunkt für die Proteste gegen ein unmenschliches Regime, die dieses unmenschliche Regime dann mit sehr großer Militanz und Gewalt niedergeschlagen hat. Das heißt, wir haben es zu tun mit dem Umstand, dass die Veränderungen, die wir klimatisch in Syrien erlebt haben, mit zu einem der Krisentreiber geworden ist. Und man kann natürlich auch sagen, das ist alles Unsinn. Die Vereinten Nationen haben gerade dieses Jahr einen Bericht vorgelegt, dass allein in der Sahelzone in Afrika, dass dort in diesem Jahr 700.000 Menschen sterben werden, und zwar Kinder sterben werden, unter 15, dass diese 700.000 Kinder sterben werden, weil sie nicht genügend genährt und nicht genügend Wasser haben. Und nun sehen das alle so aus, wie Fritz Fahrenholt. Aber die Situation sollte man dann eben auch ertragen. Ich würde gerne noch einmal nachhaken. Inwiefern glauben Sie denn wirklich, dass der Klimawandel eben dann auch Ursache für internationalen Terrorismus und auch für Flüchtlingsbewegungen ist? Wenn man über internationale Krisen spricht, muss man sich immer hüten, die eine Ursache zu finden. Es gibt nicht die eine Ursache. Es gibt immer ein Bündel von Ursachen. Es gibt die Situation, dass ich erst mit einem unmenschlichen Regime zu tun habe, dass ich Bad Governance zu tun habe. Es gibt Interessen, Kampf um bestimmte Rohstoffe. Es gibt eben auch den Faktor, dass bestimmte Teile der Bevölkerung aufgrund der klimatischen Bedingungen, unter denen sie leben, ihren Lebensunterhalt nicht mehr verdienen können. Deswegen spricht ja die erwähnte Strategie der Vereinten Nationen, der USA davon, dass es sich um einen Krisenmultiplikator handelt. Und deswegen wäre es völlig falsch zu sagen, wir bekämpfen jetzt den Klimawandel, dann gibt es keine Flüchtlinge mehr. Also so simpel ist die Welt nicht, aber so simpel argumentiert ja auch niemand. Aber umgekehrt ist es natürlich auch nicht richtig. Und Sie sollten sich schon an die Fakten halten. Die Sahelzone wird grüner. Die Wüste schrumpft. Die Ernährungsbasis wird besser. Das ist Fakt. Und das bedeutet, Sie dürfen auf gar keinen Fall mögliche Hungersnöte, die es dort gibt, in den Zusammenhang bringen mit der Klimaveränderung, die wir haben. Das ist eine ganz natürliche Entwicklung, die wir haben, die natürlich durch den Menschen verstärkt wird. Und insofern, man muss schon nicht versuchen, die Dinge sich hinzubiegen, so wie es einem ins ideologische Kalkül passt. Ich will ja keine Schärfe reinbringen. Ich habe ja nicht behauptet, Jürgen Trittin sagt und hat eigene Erkenntnis darüber. Ich habe gesagt, es gibt einen Report der Vereinten Nationen, der sagt, in diesem Jahr sterben 700.000 Kinder in dieser Zone. Aber Sie haben den Zusammenhang zu der Klimakatastrophe gebracht. So. Aufgrund wachsender Schwierigkeiten, sich mit Wasser zu versorgen, weil es dort trockener und heißer geworden ist. Das sind die Aussagen, die die Vereinten Nationen getroffen haben. Ja. Ich habe darauf nur Bezug genommen. Ich habe auch keinen Anlass, an dieser Aussage zu zweifeln, weil sie in vieler Hinsicht mit Befunden aus anderen Bereichen der Welt zusammenpasst. Und die theoretische Behauptung, dass an der einen oder anderen sich noch eine Grünfläche erweitert, kann doch nicht über den Umstand hinausgehen, dass dort 700.000 Kinder sterben werden. Wie muss man eigentlich kalt im Herzen sein, wenn man das mal einfach so beiseite wischt und sagt, das ist einfach eine ideologische Behauptung. Ich finde das eigentlich unerträglich. Ich würde gerne Ihre Fakten mal überprüfen, denn es ist der Fakt, dass die Vegetation um 14% zugenommen hat in dieser Region. Erzählen Sie also insofern nicht so einen Unsinn. Also keine Hungersnot, die dort droht. Ich kann das nicht ausschließen. Hungersnöte haben auch etwas zu tun mit gesellschaftlichen Verhältnissen. Mit der Frage, wie man sozusagen mit Nahrungsmitteln umgeht, wie man mit der Bevölkerung umgeht. Wir haben es hier zu tun mit diktatorischen Regimen. Glauben Sie im Ernst, im Sudan ist die Zerstörung von Leben von Hunderttausenden hat was mit der Hungerskatastrophe oder mit Dürre zu tun, sondern es hat mit einem diktatorischen Regime zu tun. Aber also, können wir da mal in die Details reingehen, genau. Ich würde zum Beispiel auf den nach Darfur. Ja, aber gucken wir doch erstmal Klimawandel generell. Es ist ja eigentlich inzwischen quasi Konsens, dass der Mensch durchaus Einfluss auf das Klima hat. Würden Sie das so sehen? Unterstützen Sie das? Die Frage ist natürlich, wie viel und was macht die Natur? Warum hat es vor 1000 Jahren eine gleiche Wärmeentwicklung gegeben in der mittelalterlichen Wärmeperiode? Und wie viel macht der Mensch? Und der IPCC sagt sehr klar, das kann 1,5 bis 4,5 Grad Celsius bei einer Verdopplung von CO2 in diesem Jahrhundert bringen.
Seit dem Bericht von 2013 sind aber maßgebliche Erkenntnisse zugewachsen. Zum Beispiel der Direktor des Max-Planck-Institutes in Hamburg, Stevens, hat erforscht, dass der Aerosoleinfluss viel geringer ist und damit auch der CO2-Einfluss. Katja Mattes, Professorin von Kiel, hat zwischenzeitlich erforscht, dass der Einfluss der Sonne 5-mal so hoch ist, wie im Weltklimabericht da ist. Ich schließe daraus, wir werden eher am unteren Ende von 1,5 bis 2 Grad landen. Das macht den Unterschied aus, wie schnell und wie desaströs muss ich handeln. Wir brauchen uns ja nur die Energiewende in Deutschland anzugucken und sehen, mit welchen fatalen Folgen wir eine überhastete Energiewende zu bezahlen haben. Das ist nicht nur die Natur, die drauf geht, sondern sind auch die kleinen Leute, die das bezahlen müssen, was an zu schnellen und zu hastigem Ausbau von erneuerbaren Energien passiert. Würden Sie auch sagen, die Erwärmung des Klimas findet so langsam statt, dass man gar nicht so schnell handeln muss? Wenn ich bei den Zahlen von Herrn Fahrenholt bleibe, sind wir in dem Bereich, wo man sagt, wir haben eine Situation, wo der Klimawandel stattfindet, aber wo wir die Folgen gerade noch so managen könnten. Das ist jetzt die optimistische Annahme. Die pessimistische Annahme ist, die Entwicklung geht so weiter wie bisher. Wir haben eine anhaltende Aufkonzentration und landen im oberen Ende. Wenn ich verantwortlich Politik mache und diese beiden Szenarien auf den Tisch lege, dann würde ich immer sagen, vor der Gefahr gestellt, dass wir so ökonomische Berechnungen von Herrn Stern, Sir Stern, Sir Nicholas Stern, dass wir bei einer Aufkonzentration auf 4 Grad einem Temperaturanstieg bis zu einem Fünftel des Weltsozialprodukts jährlich einbüßen würden, dass ich alles tue, das zu vermeiden. Das ist der Hintergrund, warum inzwischen China, die USA, anders als Europa, zum Treiber des internationalen Klimaprozesses geworden sind. Sogar und China. Ja, das ist ja das Interessante. Wir haben ja jahrelang die Entwicklung gehabt bei Klimakonferenzen, dass die Europäer vorwegliefen, die Chinesen und die Inder versucht haben, das zu blockieren und die Amerikaner abseits standen. Jetzt haben wir einen Prozess eingeleitet durch die USA, durch Präsident Obama und die sagen, wir wären Teil derselben. Wenn Sie sich anschauen, Stichwort überhasteter Ausbau erneuerbarer Energien, der Aufwuchs erneuerbarer Energien in China ist schneller als der in Europa und in den USA zusammen. Die geben dort mehr Geld für aus, weil sie der Auffassung sind, dass der bisherige Weg, der immer noch weiterläuft in der Frage der Kohle, dass dies nicht wirklich zukunftsträchtig ist. Und sie sind dabei, uns in diesem Technologiefeld die technologischen Vorsprünge, die wir mal hatten, einfach wegzunehmen. Also ich bin da eher geneigt zu sagen, vielleicht haben die Chinesen ökonomische Gründe und nicht ökologische Gründe, dass sie den Weg gehen. Wollen wir da nicht auch mal zu den Fakten kommen? China wächst in den nächsten Jahren um 40% beim CO2. Alle 14 Tage wird dort ein neues Kohlekraftwerk gebaut. Und dann erzählen Sie uns, China ist auf dem Wege, CO2 ernst zu nehmen. Bis 2030 haben sie sich herausbedungen, weiter zu wachsen. Und zwar, wir wollen um 40% abwachsen, aber China darf plus 40% CO2 machen. Und wenn Sie es auf den Kopf umrechnen, hat China heute schon pro Kopf mehr Emissionen als Frankreich oder England oder die EU. Nur Deutschland ist noch ein bisschen drüber. Wir sind 27% über dem EU-Durchschnitt, weil wir nach wie vor 8,5 Tonnen im großen Stil Kohle verbrennen. Lass Sie doch auch ausreden, Herr Trittin. Wollte Ihnen ja nur mal eine Zahl, weil Sie so Zahlen fixiert sind. Die Zahl stimmt aber nicht, die Sie sagen. Das muss ich Ihnen leider attestieren. Wir haben natürlich eine höhere Emission pro Kopf, aber Sie dürfen sie natürlich nicht vergleichen mit den Ländern, die natürlich eine ganz andere Basis haben, wie Frankreich, die natürlich zu 80% in Kernenergie sitzen. Das müssen wir natürlich auch mal zur Kenntnis nehmen. Nicht? So. Ja, also Fakt ist jedenfalls, China ist kein Vorbild, ganz im Gegenteil. China macht weiter so. Indien hat sich ausgedungen, jede Woche ein Kohlekraftwerk ans Netz zu bringen. Und wir sind dabei, überhastet auszusteigen. Wir wollen minus 40% machen. Die EU macht minus 30%. Wenn unsere 40% nicht dabei sind, heißt das, die EU macht minus 25%. Und ich frage mich, warum in aller Welt glauben wir, dass Deutschland seine eigene Industrie
aus dem Lande treiben sollte, die Grundstoffindustrie? Warum in aller Welt müssen die kleinen Leute in Deutschland das bezahlen, was Sie unter anderem als Umweltminister angefangen haben, nämlich das völlig außer Rand und Band geratene EEG, das mittlerweile gerade in Ostdeutschland zu hohen Belastungen führt und am Ende auch noch die Natur zerstört. Sagen Sie mir bitte, warum Deutschland 40% bis 2020 machen soll, während alle anderen Länder nach oben gehen? Darf ich vielleicht noch mal dabei bleiben, wo wir eben vielleicht auch aneinander vorbeigesprochen haben. Tatsache ist, Deutschland emittiert im europäischen Durchschnitt mehr als die Europäer. In einer europäischen Lastenteilung heißt das, Deutschland muss mehr reduzieren. Das ist ganz einfach, da muss man sich gar nicht lange drüber echauffieren. Zweitens, bleiben wir mal bei der Energiewende. Die Energiewende in Deutschland hat dazu beigetragen, dass wir heute global im letzten Jahr mehr elektrische Leistungen installiert haben im Erneuerbaren als im fossilen Bereich. 143 Gigawatt, das sind Zahlen der Internationalen Energieagentur. Und warum ist das so passiert? Das ist passiert, weil in Deutschland über 10 Jahre jedes Jahr 20 Milliarden Euro in neue Anlagen investiert wurden. Das war eine irre Wertschöpfung, hat ein paar hunderttausend Arbeitsplätze in diesem Lande geschaffen. Und interessanterweise setzen diese Unternehmen in diesem Jahr jedes Jahr 15 Milliarden Euro um. Das hat zum Dritten dazu geführt, dass der Ausstieg aus der Atomenergie mehr als überkompensiert worden ist. Es hat dazu geführt, dass mittlerweile völlig neue Akteure auf dem Energiemarkt tätig sind. In der Regel Bauern, Genossenschaften, Fonds, normale Menschen, die plötzlich mit Energieerzeugung Geld verdienen. Anders als vorher nur 4 große Unternehmen, für die sie ja mal tätig gewesen sind. Und das ist die Entwicklung in Deutschland. Und die hat dazu geführt, dass erneuerbare Energien weltweit so billig geworden sind, dass genau diese Entwicklung eingeleitet wurde, dass man heute eine Chance hat, Wachstum und Wohlstand und ein Anheben des Lebensstandards von Millionen Menschen auf den Weg zu bringen und dabei nicht gezwungen ist, auf fossile Kraftwerke zurückzugreifen. Das ist der Erfolg der deutschen Energiewende. Und da bin ich ganz gelassen. Ja, das ist ein Vorbild. Ja, das sehe ich anders. Erstmal müssen Sie natürlich ja. Ich werfe Ihnen doch auch nicht Ihre alten Zugehörigkeiten vor. Ich habe nicht vor, zu so einem Unternehmen gearbeitet. Aber zum Kommunistischen Bund vielleicht. Ja, so, sehen Sie. Ich will, was hat das jetzt ich will mit dem Thema Folgendes zu tun? Dazu sagen. Erstens, Sie können nicht Leistung mit Arbeit verwechseln. Das tun Politiker gerne. Denn das nutzt nichts, wenn Sie Kilowattstunden einfach zusammenzählen, wenn sie zur falschen Stelle entstehen. Wir haben im Augenblick die Situation, dass natürlich, dann, wenn der Wind, ja genau, wenn der Wind, Sie sprechen von Leistung, es kommt aber, es geht darum, wann entsteht welche Kilowattstunde und wann wird sie gebraucht. Und es nutzt uns überhaupt nichts, wenn wir sozusagen an Windtagen ein Vielfaches dessen produzieren, was wir gar nicht gebrauchen können. Das führt dazu, dass wir die Windkraftwerke abstellen und trotzdem bezahlen. Eine tolle Errungenschaft. Das müssen Sie mal den kleinen Leuten, die 400 Euro im Monat bezahlen müssen. Sie haben mal gesagt, das kostet eine Kugel Eis. Die Kugel Eis ist schon richtig groß geworden in den letzten Jahren, nämlich so, dass sie wirklich eine Zusatzbelastung gerade für kleine Leute sind. Und die müssen das bezahlen, dass andere Windkraftwerke abgestellt werden. Deswegen musste man doch zumindest erstmal klar sagen, wir haben im Augenblick an manchen Tagen viel zu viel und an manchen Tagen, es ist leider so, an 6000 Stunden des Jahres gibt es keinen Wind, ausreichend Wind, da brauchen wir die fossilen immer noch. Das gehört zur Redlichkeit hinzu. Das gehört zur Redlichkeit hinzu. Und auch das Problem ist, dass wir die Überproduktion wir brauchen haben, sie weil noch. Die natürlich, das sagt nicht nur ich, sagt auch Sigmar Gabriel, sondern es geht darum, dass wir im Augenblick, was tun wir eigentlich? Wir produzieren so viel Strom, dass er uns aus den Ohren kommt. Wir drücken ihn nach Polen. Die Polen wollen ihn gar nicht haben. Wir zahlen noch drauf, dass die Polen, wir zahlen auf den schon bezahlten Strom noch mal einen negativen Strompreis, dass Holländer, Polen, Tschechen ihn von uns nehmen, weil es Abfallstrom ist. Er ist viel zu viel da, dann, wenn es windig ist. Und wenn kein Wind da ist, müssen wir aus alten, abgeschriebenen österreichischen Kohlekraftwerken den Strom importieren. Ist das eine vorbildliche Energiewende? Ich sage Ihnen, was der chinesische Energieminister dazu gesagt hat. Er hat gesagt, das ist kein gutes Vorbild für China. Ich mache meinen Vorschlag zur Güte. Ja. Wir haben zu viele Stromerzeugungsanlagen in Deutschland. Sind wir uns einig? Welche und schaltet man ab? Ja. Die, die CO2 ausstoßen oder die, die kein CO2 ausstoßen? Ich bin dafür, wir schalten die ab,
wenn wir zu viel haben, die CO2 ausstoßen. Also der Weg, also die Kohlekraftwerke. Jetzt gehen. Genau das findet nicht statt. Und deswegen haben wir dieses Problem. Deswegen müssen wir leider fahrlässig Windkraftanlagen anschalten. Das geht so weit, das ist leider wahr, dass in Ostdeutschland Braunkohlekraftwerke in solchen Situationen dann vom Netz genommen werden, aber weiterlaufen. Das heißt, sie liefern keinen Strom, aber produzieren CO2. Und das ist der Grund, warum inzwischen selbst der Sozialdemokratie angehörende Wirtschaftsminister, die der Sozialdemokratie angehörende Umweltministerin der Auffassung ist, wir müssen diese Anlagen schrittweise vom Netz nehmen. Kommt aber auch großer Gegenwind zum Beispiel aus Nordrhein-Westfalen. Das ist klar, aber wenn ich das erzählen darf, mittlerweile stellen kein einziges der Unternehmen, die lange damit Geld verdienen, hat ihr zukünftiges Geschäftsmodell noch darauf ein. Darum geht wir es haben doch in einem sehr aufwendigen Prozess, zum Beispiel bei E.ON, sich die Weltenergiemärkte angeschaut. Und die sind zu verblüffend anderen Einschätzungen gekommen als Herr Fahrenholt. Wir haben festgestellt, wenn ich die Weltenergiemärkte anschaue, dann sind die Zukunftsmärkte Energieeffizienz, erneuerbare Energien, Kernenergie. Volatile und diese und Dinge. Und deswegen investieren sie in diesen Bereich. Und Herr Fahrenholt glaubt ja auch als nicht nur RWE, sondern vormals einem Areva-Konzern zugehören, also der französischen Atomindustrie, auch noch an die Renaissance der Atomenergie, die ja bekanntermaßen dazu geführt hat, dass in Europa die Zahl der Atomkraftwerke drastisch am Sinken ist und selbst in Frankreich nicht so viele im Bau sind, dass man die alten nur ersetzen könnte, geschweige denn die Kapazität ausweiten. Darf ich vielleicht auch eine Frage stellen zwischendurch? Ja. Sie haben ja über Jahre auch die Thesen des Weltklimarates vertreten. Dann haben Sie aber einen Sinneswandel vollzogen. Ich würde gerne mal wissen, worauf dieser Sinneswandel beruht und was dahinter steckt. Vielleicht kann ich trotzdem vorerst noch mal sagen, wenn der Trittin dann in der Lage ist, in der Zeit, wenn der Wind nicht weht, dann auch den Strom zu liefern, dann kann er gerne die Kohlekraftwerke abstellen. Das kann er aber nicht und deswegen haben wir nicht zu viel Strom im System. Wir haben natürlich dann, wenn Windkraft da ist, viel zu viel Strom im System. Sie brauchen nämlich 80.000 Megawatt in der Oktober-November-Zeit als Basisleistung. Wenn dann kein Wind da ist, dann haben Sie Knappheiten und die wünsche ich keinem hier von uns. Aber das kriegen wir ja alles sozusagen durch ideologische Verbrämung dann hin. Wenn Sie sagen, warum bin ich dazu gekommen? Ich kann Ihnen sagen, ich habe mich ganz einfach als Chemiker an der Hochschule mit diesen Themen beschäftigt, vor allen Dingen natürlich in der Lehre. Und dann habe ich festgestellt, dass wir seit etwa 15 Jahren keine Temperaturerhöhung mehr hatten. Das ist für mich ganz wichtig, dass das offenbar in der Gesellschaft nicht diskutiert wird. Herr Trittin nimmt das auch nicht zur Kenntnis. Seit 15 Jahren gibt es keine Temperaturerhöhung. Das ist Fakt. Das sagt sogar das IPCC in seinem Abschlussbericht. 2014 haben wir einen El Niño-Effekt, den haben wir auch noch 2015. Ich sage voraus, 2016 haben wir La Niña. 2014 gab es noch keine El Niño-Effekt. La Niña wird nächstes Jahr dann wieder ein halbes Grad nach unten gehen. Wir haben überhaupt durch den Durchschnitt, und Sie müssen nicht ein Jahr nehmen, sondern einen Durchschnitt von 15 Jahren, keine Temperaturerhöhung. Das hat doch seine Gründe. Was hat das für Gründe? Der Grund dafür ist, dass der Mensch natürlich durch sein CO2 zur Temperatursteigerung beiträgt, aber es einen natürlichen Effekt gibt. Und der entscheidende Punkt ist, dass zwischen 70 und 2000 die Zunahme der Sonnenaktivität dazu geführt hat, dass wir geglaubt haben, das wäre alles der Mensch. Der Mensch ist es aber nur zum Teil. Und jetzt sehen wir den gegenteiligen Effekt, nämlich dass die Natur die Entwicklung dämpft. Und das ist etwas, was mich natürlich bewegt hat, zumal wir auch dann noch feststellen mussten, dass Forscher versucht haben, die Vergangenheit zu fälschen. Man hat versucht, die kleine Eiszeit wegzudiskutieren, dass es mal schon viel, viel kälter war vor 300 Jahren, dass es schon mal genauso warm war vor 1000 Jahren, als Erik der Rote Grönland besiedelte und dort Brunnen angelegt hat, die heute beim zurückgehenden Eis in der unteren Drittel immer noch zugefroren sind. Es muss also schon mal wärmer gewesen sein. Das muss man noch zur Kenntnis nehmen. Aber niemand diskutiert das und kommt damit zu überhasteten Schnellschüssen. Und ich will Ihnen sagen, Herr Trittin, Sie können natürlich sagen, Vorsorgeprinzip, Vorreiterrolle, das ist alles wichtig, um auch das
geringste Risiko auch noch wegzublenden. Aber der Euro ist nur einmal auszugeben. Und die 100 Milliarden, die sozusagen transferiert werden sollen, sind auch nur einmal auszugeben. Und es ist natürlich ethisch genauso verantwortlich zu sagen, gibt es nicht andere Herausforderungen, die kurzfristiger, viel drängender sind, wie die Gesundheitsvorsorge in den sich entwickelnden Nationen, die Wasserknappheit oder eben auch die Versorgung von Flüchtlingen, dass wir gut daran tun, noch mal neu innezuhalten und zu sagen, müssen wir wirklich in den nächsten 5 Jahren, in den nächsten 10 Jahren etwas tun? Ich habe in dem Buch Die kalte Sonne habe ich nachgewiesen, dass wir uns mit 600 ppm die 2 Grad Celsius nicht überschreiten werden. Ich bin sehr dafür, CO2 und einzusparen. Ich bin sehr dafür, es effizient zu machen. Nur was wir tun in Deutschland, ist das ineffizienteste System weltweit. Denn wir haben mit all diesen Windkraftwerken, die wir gebaut haben, nicht einmal eine CO2-Verminderung bekommen, weil in Wirklichkeit die CO2-Emissionen geregelt werden durch das Emissionshandelssystem. Das heißt, wenn Deutschland in ein Windkraftwerk investiert, dann können die Spanier, die Polen ein bisschen mehr CO2 emittieren. Aber das ist doch Schwachsinn. Deswegen sagt ja auch Sima Gabriel, die Leute in Europa denken sowieso, dass wir verrückt sind. Bevor wir auf den Emissionshandel kommen, noch mal. Bevor wir auf den verrückt kommen, will ich dann mal da bitten, nicht laute Pappkameraden aufzubauen, um sie dann umzurennen. Ich bin kein Klimawissenschaftler, aber gelegentlich lese ich was von denen. Und die Behauptung, dass in der Klimawissenschaft über die kleine Eiszeit nicht geredet wird, ist einfach falsch. Es wird seit Jahren, seit Jahrzehnten diskutiert. Das ist selbst mir als Laien bekannt. Oder die Behauptung, dass die Frage, dass geleugnet wurde, dass es Zeiten gegeben hat, die so warm war, dass man Grönland, deswegen heißt das Grönland, das heißt nämlich grünes Land, so ist es. Dass man dieses da nicht, ist einfach falsch. Das wird seit Jahren von der Klimawissenschaft in Deutschland am Potsdamer Institut für Klimaforschung in Kiel bei Herrn Latif, bei all denen wird dieses rauf und runter diskutiert. Mittlerweile, die Moderatorin hat mich gefragt, wie ich dazu gekommen bin. Und ich sage, 2007 bin ich dazu gekommen, weil Sie sich mal nicht so missionarisch zu sein, sondern einfach mal eine Antwort umdrehen. Das tun Sie ja sehr, sehr elegant. Um Sie mir eine Antwort zu erlauben, Sie haben behauptet, das würde nicht diskutiert. Mir ist als Laien bekannt, dass dieses schon lange vor Ihrem Buch diskutiert worden ist. Und selbst ich habe an solchen Diskussionen teilgenommen. Sie haben ein Buch geschrieben, nachdem Sie hier da auf Widersprüche gekommen sind. Das ist ja in Ordnung, das muss man auch diskutieren. Und ich finde, da gibt es auch lesenswerte Teile drin. Aber an dieser Stelle komme ich auch zu dem Ergebnis, dass die große Mehrheit der Wissenschaft, die an dieser Stelle tätig ist, andere Auffassung ist als Sie. Und kann man sagen, okay, Sie können trotzdem Recht haben. Das würde ich ja aus methodischen Gründen sagen. Ich persönlich halte es damit, dass die Feststellung, dass wir auf eine Aufkonzentration von CO2 in der Atmosphäre zulaufen, dass wir uns nicht darauf verlassen können, dass natürliche Effekte das dauerhaft entsprechend vermindern und dass wir deswegen im Sinne einer vorsorgenden Politik genau das tun müssen, was man in Paris nun tut, dass Länder hingehen, eigene Beiträge zur Reduktion des Klimawandels dort abliefern, dann entsprechend sich darauf verständigen. Und daran wird übrigens dieses Konferenzergebnis zu messen sein, ob es darüber dann auch ein tatsächliches Monitoring-System gibt. Und dann schauen wir uns mit aller Gelassenheit an, wie sich die Welt entwickelt. Apropos Gelassenheit, gerne noch mal an einen Punkt eingehen. Würden Sie denn sagen, dass Klimaforscher vor einigen Jahren ja noch geradezu apokalyptische Warnungen rausgegeben haben, dass das durchaus etwas übertrieben war, dass man das heute auch etwas anders sieht? Nein, sie haben sich in der Regel nicht zum Schlechteren geirrt. Also die Entwicklung war nicht so optimistisch, wie Sie sie angenommen haben. Das ist ja falsch. Die Prognosen von 2000 waren, dass 2015 sich die Erde deutlich wärmer erwärmt hat. Sämtliche Prognosen, lesen Sie, Hans von Storch sagt, 98% der Prognosen sind falsch. Aber Storch, das zu sagen, ist das Klimainstitut. Ist Klimaforscher in Geesthacht, und der gesagt hat, 98% unserer Prognosen sind falsch, weil mittlerweile die Realität eben nicht eingetreten ist. Genau diesen Satz hat er in Antwort auf Ihr Buch bestritten. Und ich will nur auf einen Punkt hinweisen, damit Sie nicht ihn zitieren, sondern mich. Ich habe gesagt, die Prognosen
des Klimarates, was die Entwicklung der CO2-Konzentration in der Atmosphäre anging, war über die Jahrzehnte in der Regel zu optimistisch. Und das ist so. Ich würde aber gerne bei Herrn Trittin noch mal Sie fragen. Herr Fahrenhold hat ja gerade gesagt, dass ja die Erderwärmung bis 2013 quasi eine Pause gemacht hat oder längst nicht so anstieg, wie man gedacht hat. Es hat unterschiedliche Phänomene da gegeben, klar. Nur noch mal, wir reden, ich bin ja nicht dafür da, das wissenschaftlich zu erklären. Ich bin dafür da, aus den Fakten, wir wissen, dass eine Aufkonzentration leuchtet, auch Herr Fahrenhold nicht, so viel Chemie ist, muss dann schon sein, auch wenn wahrscheinlich Physik ist, dass eine Aufkonzentration von CO2 in der Atmosphäre einen Effekt hat in Richtung Erwärmung. Diese Aufkonzentration von CO2 hält ungebremst an. Diese Aufkonzentration ist schlimmer als hält viele an, Reports. Aber die Erderwärmung war nicht so, wie viele noch vor einigen Jahren. Es gibt auch gegenläufige Effekte. Auch das kann man in den Berichten des Weltklimarates nachlesen. Das ist auch nichts Neues an dieser Stelle. Welche Gegenläufigen? Und deswegen haben wir hier eine Entwicklung, der wir uns politisch auseinanderzusetzen haben. Und wenn ich das Vorsorgeprinzip ernst nehme, wenn ich einen Korridor habe, wo ich eine Erwärmungsmöglichkeit zwischen 2, wenn es dann gelingt, entsprechende Begrenzung einführen, und 4 Grad habe, dann muss ich als Verantwortlicher sagen, ich versuche, das Schlimmere zu verhindern. Dass ich dafür eine bestimmte Wahrscheinlichkeit habe, ist klar. Man kann ja auch nach dem Leben leben, ist ja immer gut gegangen und vielleicht haben wir diesmal auch Glück. Ich halte das aber mit Blick auf nachfolgende Generationen, weil ein Teil dieser Effekte, wenn sie denn eintreten, nicht reversibel ist, nicht für eine verantwortliche Position. Herr Fahrenhold, Sie haben auch gesagt, CO2-Ausstoß muss durchaus reduziert werden. Ja. Ist das eins der Dinge, wo Sie sagen, das muss der Klimagipfel leisten? Nun also nochmal, damit es klar wird. Es geht um das Tempo, mit dem CO2 das Klima erwärmt. Und da unterscheiden wir uns beide. Herr Trittin sagt, dass ich nehme immer das obere Ende. Ich sage, es gibt zunehmend wissenschaftliche Erkenntnisse, die sagen, es ist das untere Ende. Und wir werden sehr viel mehr Zeit haben, um die Dinge in Ordnung zu bringen und eine neue zukunftsfähige Energiewirtschaft zu kreieren, die übrigens nicht dann auf Kosten der kleinen Leute passiert. Deswegen ist es natürlich richtig, weltweit den CO2-Ausstoß zu reduzieren. Denn auch 1,5 Grad ist ja nicht so, dass wir das einfach so hinnehmen müssten. Denn das ist ja auch eine Belastung für die Welt, keine Frage. Nur die Frage ist natürlich, was tun wir im Augenblick? Im Augenblick sind wir gehetzt von unseren eigenen alarmistischen, katastrophalen Szenarien und tun nicht das Richtige. Denn das Geld kann, wie gesagt, nur einmal ausgegeben werden. Und wir machen es, glaube ich, nicht besonders klug. Das tut besonders die Deutschland nicht. Und da hat es seine Ursachen, dass wir glaubten, wenn wir sehr viel Geld ausschütten, dann schaffen wir auch Arbeitsplätze. Die Arbeitsplätze sind mittlerweile in China entstanden. In Deutschland gibt es kaum noch einen einzigen Solarhersteller. Die sind alle, also das deutsche Geld ist sozusagen nach China gewandert. Das ist alles sehr unklug. Aber ich sage immer, das wird Sie jetzt überraschen. Ich bin dafür, dass in Paris ein Ergebnis rauskommt. Wissen Sie warum? Damit das Gap, also die Lücke zwischen der Unvernunft der deutschen Politik und der Welt wenigstens ein bisschen geschlossen wird. Wenn es rauskäme, Paris wird nicht zu einem Ergebnis kommen, wird ja Deutschland diesen Kamikaze-Kurs für die deutsche Wirtschaft und für die deutschen Bürger weitermachen. Und deswegen ist es wichtig, dass die anderen sich wenigstens auch so ein bisschen committen. Denn zu glauben, dass die deutsche Politik sich in dieser Frage fundamental ändert, dazu fehlt mir allerdings der Glaube. Wobei, bevor man über Kamikaze redet, sollte man, zumindest wenn man noch Minimum Anspruch an Wissenschaftlichkeit hat, vielleicht ein paar Fakten doch zur Kenntnis nehmen. In den besten Zeiten hat die erneuerbaren Energien in Deutschland 400.000 Menschen neu beschäftigt. Zehnfaches von dem, was in der Atomindustrie tätig war. Das sind heute noch 200. Und heute sind es, so die Zahlen des Bundeswirtschaftsministeriums, und ist nicht mein Ministerium, ist nicht meine Partei, sind es 370.000. Das heißt, 330.000. 70.000 Arbeitsplätze sind in der Tat verloren gegangen. Die sind verloren gegangen, unter anderem nicht in der Herstellung von Solarpanels, sondern im Aufbau. Warum? Weil es eine CDU-FDP-Regierung gegeben hat, die in Deutschland zum Beispiel verbietet, dass man weiter, was übrigens die Stromversorgung harmonisieren würde,
auf der Freifläche Photovoltaik anbaut. Das hat dazu geführt, dass ein Unternehmen, was in guter Tradition in Brandenburg diese Solarpanels erzeugt hat, die Bude zugemacht hat. Das Unternehmen ist aber nicht verschwunden, beileibe nicht. Das baut zurzeit in Kalifornien mit Apple zusammen riesige Solarfelder, weil Apple seine gesamte Computerversorgung, seine Netzwerkversorgung auf erneuerbare Energien umstellt. Und zwar auf 100% erneuerbare Energien. Plötzlich ganz ohne Kohle. Interessant, dass Apple das für möglich hält, was Herr Fahrenholt uns versucht zu verkaufen, was es angeblich unmöglich sei. Ich sage ja nicht, Apple hat recht oder Fahrenholt hat Unrecht. Ich glaube aber, dass man beide Auffassungen vielleicht mal zur Kenntnis nehmen sollte. Ich würde aber gerne auch noch mal Ihnen die Frage stellen, wie ich Herrn Fahrenholt ja auch schon gefragt habe, das Ziel in Paris, Sie haben es auch schon angesprochen, Verringerung der CO2-Ausstoße weltweit. Wie soll das Ihrer Meinung nach aussehen und was kann man denn überhaupt erreichen, wenn man sieht, dass da 150 Player mit am Tisch sitzen? Die 7 großen Industrienationen, nachdem sie Russland rausgeworfen sind, es ja nur noch 7, haben sich in Elmenau darauf verständigt, dass sie das globale Temperaturanstieg auf 2 Grad begrenzen wollen. Das ist jetzt keine grüne Forderung, das ist sozusagen die großen Industrienationen ja, das gewesen. Ist Konsens, ja. Das wird wahrscheinlich dort auch mit beschlossen werden, auf dem Papier. Die Reduktionsbeiträge, die die einzelnen Länder zugesagt haben, umfassen einen Temperaturanstieg nach allgemeiner Schätzung um die 2,7 in dieser Größenordnung. Ich glaube dennoch, dass dieses Ergebnis ein Erfolg sein wird, wenn man es schafft, damit zu verbinden, ein entsprechendes Monitoring-System. Also die Forderung, weil, die die Kanzler auch mit in die anfangen, Runde geworfen. Wenn die anfangen, diesen Weg zu gehen, wird das passieren, was in den USA, in Deutschland auch passiert ist. Wenn man anfängt, in solche Technologien zu investieren, dann führt das zu Lernkurven. Lernkurven reduzieren Kosten. Photovoltaik kostet heute 10% von dem vor der Energiewende, die Windenergie vielleicht noch 20%. Das macht neue Geschäftsmodelle wettbewerbsfähig. Und deswegen glaube ich, dass eine Chance besteht, dass aus diesen Reduktionsbeiträgen aufgrund der technologischen und wirtschaftlichen Entwicklung dann tatsächlich am Ende auch durchaus eine ambitioniertere Senkung werden kann. Und dieses Monitoring, will Sie sagen, also ein Überprüfungsmechanismus, wie kann der aussehen? Naja, das wird ein System sein mit Reports, mit öffentlichen. Es wird keine Sanktionen geben. Das wird man mit selbstbewussten, aufstrebenden Schwellenländern wie Brasilien, Indien und China wahrscheinlich nicht machen können. Wir würden das machen. Aber wir müssen einen Konsens finden zwischen 196 Staaten an diesen Stellen. Und wenn man einen Konsens finden will, dann wird man sich auf solche Mechanismen entsprechend konzentrieren müssen. Das heißt dann aber, wir werden jedes Jahr wieder eine Klimakonferenz kriegen, wo dann diejenigen, die ihre eigenen Zusagen, die sie jetzt in diesem Prozess ja freiwillig gemacht haben, sich daraufhin werden überprüfen lassen müssen und dann im Zweifelsfall auch kritisieren lassen müssen, wenn sie die Schritte nicht gegangen sind. Für Deutschland würde ich immer empfehlen, dass man, um sich solch peinlichen Nachfragen zu entziehen, zum Beispiel ein Klimaschutzgesetz macht, wo regelmäßig jedes Jahr das kontrolliert wird, wo es auch Mechanismen gibt, wenn man der Zielverfolgung nicht gerecht wird. An der Stelle sind Sie doch einer Meinung, dass Deutschland sich da bewegen muss. Ich denke schon, dass Deutschland viel zu viel tut, ganz klar. Und was Herr Trittin hier ausblendet, er hat ja gerade so schön gesagt, naja, da war eine PV-Anlage auf einer Freifläche. Die Grünen gehen, meine ich, sehr liederlich um mit der Natur in Deutschland. Sie haben es geschafft, dass die deutschen Wälder geöffnet werden für Windkraftanlagen. Besonders hervortut sich dort die grüne Ministerin in Rheinland-Pfalz. Der rheinland-pfälzische Wald ist mittlerweile zur Industrieanlage wird er geöffnet, damit man das zerstören kann. Das bedeutet im Übrigen,
dass wir mittlerweile 240.000 tote Fledermäuse unter den Windkraftanlagen finden. Dass wir 1.000 rote Milane finden, die geschreddert werden in den Windkraftanlagen. Die Grünen gehen mit der Natur nicht mehr sorgfältig um. Sie haben sich entschieden, schütze ich die Natur oder schütze ich die Windkraft? Nein, dann schütze ich lieber mein Klientel. Und Herr Trittin war ja mit Frau Künast daran beteiligt, diesen Biogasboom in Deutschland ausweiten zu lassen. Und wenn Sie sich mal in Vorpommern und in Mecklenburg und in Sachsen-Anhalt das anschauen, das Ergebnis. Eine desaströse Zerstörung der Natur durch die Vermeisung der Landschaft, weil man damals gesagt hat, die Landwirte werden die Energiewirte der Zukunft. Mittlerweile haben die Grünen da ganz kleine Brötchen gebacken und sagen, ach, das war vielleicht doch nicht so gut, mit dem Sprit in den Tank. Nahrungsmittel in den Tank zu bringen, ist schon an sich pervers. Aber das sozusagen zu überhöhen, das ist dann unser Beitrag für die Klimaveränderung oder die Klimakatastrophe, ist wirklich fatal. Aber mittlerweile haben wir diese Situation in Deutschland, dass nicht nur die wirtschaftliche Entwicklung davon betroffen ist, gerade Grundstoffindustrie, keiner kann in Zukunft hier mehr investieren. Es wird nie mehr ein Stahlwerk neu geben, es wird auch nie mehr eine Kupferhütte in Deutschland geben und man wird auch nicht die Grundstoffchemie, die noch da ist, vielleicht noch halten, aber nichts kommt hinzu. Dass wir diese Arbeitsplätze, dass diese Arbeitsplätze hochgefährdet sind im internationalen Wettbewerb, ist schon schlimm genug, dass die kleinen Leute über den Tisch gezogen werden, aber dass dabei die Natur noch auftritt. Dass dann Herr Trittin sagt, das ist eine tolle Energiewende, die machen die anderen alle nach. Keiner folgt uns. Die Briten steigen aus, die Spanier haben es schon längst getan, die Italiener steigen aus, die Polen sind ausgestiegen. Wir sind das einzige Land, das noch ein EEG hat, das sozusagen Investitionen anlockt in Windkraft, Biogas und Photovoltaik. Wir sind auf einem Alleingang, auf einem Trip des Alleingangs. Wenn ich das vielleicht noch sagen darf, vorhin haben Sie in aller Seelenruhe gesagt, ich würde Leistung und Arbeit verwechseln, als ich darauf hingewiesen habe, dass weltweit zum ersten Mal mehr elektrische Leistung installiert worden ist im letzten Jahr als fossile. Also sind wir auf einem einsamen Trip und komischerweise passiert es im Rest der Welt. Ich frage mich manchmal, ob das nicht so ein bisschen ist wie mit dem Menschen, der auf der Autobahn fährt, der hört, da sei ein Geisterfahrer und er sagt, wieso einer? Hunderte. So kommen Sie mir manchmal vor, Herr Trittin. Herr Trittin, wir kommen zum Ende der Sendung. Ich würde Sie gerne einfach nochmal mit der Bitte um eine kurze Antwort fragen. Was erwarten Sie genau von Paris? Ich erwarte, dass diese Beiträge so festgeschrieben werden und ich hoffe, dass wir zu einem Monitoring-System kommen, die dann dieses Ziel tatsächlich jedes Jahr überprüfbar macht. Dann wäre Paris ein Erfolg und dann wäre Paris auch eine Antwort auf diejenigen, die uns in so schrecklicher Weise dort aus ganz anderen Motiven herausgefordert haben. Herr Arnold, Erwartungen Paris, an Paris, was soll das leisten? Paris wird einen Konsens geben, der andere Länder nicht verpflichtet, aber die EU und USA verpflichtet. China wird weiter so machen, Indien wird weitermachen, die anderen auch. Und das ganze Ergebnis, das muss ich dann doch mal sagen dürfen, bringt uns 0,17 Grad Celsius im Jahre 2100. 0,17 Grad Celsius, wenn man in der Logik des Weltklimarates sich befindet. Ich bin ja der Auffassung, dass das gar nichts bewirken wird. Aber bitte um eine kurze Antwort, Herr Insofern glaube ich, am Ende wird es zu einem Ergebnis kommen. Und wenn ganz am Ende eines solchen Prozesses eine weltweite Emissionshandel für CO2 käme, dann wären wir allerdings aufgerufen, endlich dieses fürchterliche EEG in den Orkus zu werfen. Sehr unterschiedliche Meinungen hier am Tisch. Ich bedanke mich für die Diskussion und ich bedanke mich bei Ihnen fürs Zuschauen. Wir werden die nächsten 10 Tage bei Phoenix sehr intensiv auf den Klimagipfel in Paris schauen. Und ich hoffe, Sie schauen auch ab und zu bei uns rein. Vielen Dank fürs Zuschauen.